Willkommen zur neuesten schon gewusst 365 Ausgabe von N-Team. In dieser Folge zeigen wir Ihnen im Bereich Zusammenarbeit eine neue N-Team-Referenz zum Thema SharePoint. Im Bereich Kommunikation stellen wir Ihnen PPT Cameo vor und zeigen Ihnen, wie Sie Teams-Präsentationen noch ansprechender gestalten können. Wie Sie Excel-Tabellen mittels Power Automate in SharePoint-Bibliotheken überführen können, zeigen wir Ihnen im Bereich Low-Code. Und im Bereich Security zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem Privileged Identity Management Ihren Nutzern kurzweilig Adminrechte vergeben können. Let's go! Heute möchten wir Ihnen gern wieder eines unserer erfolgreichen Kundenprojekte aus dem Fokusbereich Zusammenarbeit vorstellen. Wir haben für die Eliscom Telekommunikation GmbH ein Breitbandportal auf Basis von Azure Functions, diversen Power Automate Workflows sowie SharePoint Online entwickelt und diverse Logiken verbaut, welche die Beantragung als auch den Genehmigungsprozess im Bereich des Breitbandausbaus erheblich vereinfachen und beschleunigen. Die Plattform dient als umfassendes Informations- und Kommunikationsportal für alle internen Mitarbeiter, Techniker, aber auch ausgewählten externen Dienstleistern und Stakeholdern, die am wesentlichen Prozess eines Breitbandprojektes beteiligt sind. Gemeinsam für die Entscheidung, Skripte im Hintergrund direkt über Azure Functions auszuführen, was vor allem Kosten einspart, einen sehr hohen Sicherheitsstandard mit sich bringt und alles von überall aus auf der Welt erreichbar und steuerbar macht. Planen Sie zurzeit Projekte? Wir unterstützen Sie gerne im Themenbereich Zusammenarbeit. Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.nteam.de. In diesem Video möchte ich Ihnen gerne PowerPoint Cameo vorstellen. Dies ist eine Funktion, womit Sie Ihre Webcam direkt in Ihre Folien integrieren können. Wie das Ganze geht, zeige ich Ihnen jetzt. Ich habe hier eine PowerPoint-Präsentation geöffnet und möchte jetzt eben Cameo hinzufügen. Und wo finde ich das Ganze? Nicht über Einfügen, sondern über Aufzeichnen. Und sehe hier oben links Kamera, Cameo. Wenn ich dort draufklicke, wird sofort mein Bild hier unten rechts für uns in die Ecke gesetzt. Dieses Bild, in Anführungszeichen, kann ich jetzt aber eben auch verändern, wie ich es möchte. Ich dann hier auf Kameraformat gehe, sehe ich schon hier oben, kann ich eben verschiedene Formen auswählen, die mir hier zur Verfügung stehen und kann dann eben die gewünschte Form für mich wählen. Jetzt sieht man eben hier noch dieses Grau und dieses Icon. Das Ganze kann man hier oben über Vorschau dann auch mal testen, so dass man mich jetzt sieht. Genau, Sie sehen. Da ist mein Webcam-Bild, bin hier im Büro bei N-Team und somit kann ich eben jetzt meine Webcam in meine Präsentation mit einbauen und kann das Ganze natürlich auch relativ kreativ gestalten. In dem Fall gehen wir einfach mal hier, wo ich was vorbereitet habe, habe ich einfach das Cameo-Bild mal eingefügt und habe dann hier über den Morph-Effekt, den man hier über Übergänge einstellen kann, eben das Ganze so eingestellt, dass sich dieses Rechteck dann zu diesem Kreis entwickelt und hier einfach mal zur Darstellung ein Diagramm entworfen und möchte dann eben, dass dieses Webcam-Bild von mir auf der Folie dann eben zu Thema 2 wandert und Thema 1 bekommt einen Haken und so geht dieser Prozess dann eben durch. Und am Ende sind alle drei Themen in meiner Beispielpräsentation hier besprochen und ich kann dazu eben jetzt hier, ist die Kamera nach links gewandert, kann ich da eben das Ganze mich eben in die Folie mit einfügen und die Folien noch kreativer und interessanter für die Zuschauer gestalten. Was ganz schön ist, dass das Ganze natürlich auch in Teams integriert ist und das möchte ich Ihnen gleich mal zeigen, wenn Sie da eine PowerPoint übertragen. Mit dieser Cameo-Funktion, wenn wir hier jetzt eine Besprechung mal beginnen für diese Demonstration, dann kann ich Ihnen das Ganze auch zeigen, dass es funktioniert.
So, jetzt teilnehmen. Und jetzt kann ich eben hier, wenn ich auf Teilen gehe, und meine PowerPoint-Datei auswähle, spring mal zu der entsprechenden Folie, die ich vorbereitet habe. Wenn ich die dann eben in meinem Meeting übertrage, dann sieht man schon, dort werde ich dargestellt. Und wenn ich jetzt eben weitergehe, dann entsteht eben der beschriebene Effekt, dass eben mein Bild sich ändert und zum ersten Thema springt, über das ich jetzt eben sprechen kann. Und wenn ich dann zum zweiten Punkt gehe, zum zweiten, zum dritten, dann ist das Ganze eben so ein bisschen schöner integriert, was glaube ich auch dazu beiträgt, dass man nicht dass man halt in der Folie vorhanden ist, dass die Zuschauer einen sehen und ich mich nicht hier über die Inhalte legen muss mit einem normalen Rechteck rechts oder links in der Ecke, je nachdem, sondern dass ich mich eben wirklich als Teil der Inhalte dort in die Folien integrieren kann und somit einfach meine PowerPoint-Präsentation noch besser, kreativer und schöner gestalten kann. Probieren Sie es gerne mal aus. Wenn Sie Fragen dazu haben, kommen Sie auf uns zu. Wir beraten Sie zu Microsoft 365 Themen gerne. Kommen wir zum Bereich Low-Code. Hier wird Ihnen Stefan Schwarz zeigen, wie Sie mittels Power Automate Excel-Tabellen nach SharePoint überführen können. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen, ich bin Stefan aus dem Consulting und ich freue mich, Sie zu unserer kleinen Power Automate Excel Import Demo begrüßen zu dürfen. Lassen Sie uns zunächst einen kleinen Blick auf das Szenario werfen, welches wir so oder in ganz ähnlicher Form schon bei vielen verschiedenen Kunden getroffen und mit dem Flow, den ich Ihnen jetzt zeigen werde, auch erfolgreich abgebildet haben. Wir haben ein externes System, welches automatisiert, beispielsweise zyklisch, täglich, wöchentlich, wie auch immer, Daten uns sendet. Und zwar liegen die Daten in einer Excel-Datei vor, die wiederum keine Tabelle enthält, sondern die Daten sind im reinen Excel-Raster vorhanden. Wir wollen die Datei in eine SharePoint-Bibliothek speichern und die Daten aus der Datei in einer SharePoint-Liste ab. Schauen wir hier mal auf. Wir haben schon unsere Bibliothek, Import und unsere Zielliste, beide sind leer, das soll unser Flow ändern. Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die technische Umsetzung, die in vier großen Schritten erfolgt. Zunächst einmal müssen wir an die Excel-Datei ran, die wir uns per E-Mail senden, und zwar senden wir die an eine Office 365-Gruppe. Im nächsten Schritt, wenn wir das Excel gewonnen haben, müssen wir es speichern in unsere SharePoint-Bibliothek. Dann wird ein wichtiger Schritt sein, die Tabelle einzufügen in diesem gespeicherten Excel. Ich habe ja hier oben gesagt, wir bekommen die Daten in unserer Excel-Datei nicht in Tabellenform, sondern einfach nur in dem reinen Raster. Wir brauchen aber eine Tabelle in unserem Excel, um dann im nächsten Schritt tatsächlich die Daten aus dieser Tabelle auslesen zu können und in die SharePoint-Liste schreiben zu können. Gucken wir uns diese einzelnen Blöcke gemeinsam an. Ich gehe mal auf Outlook Online hier rüber und wir haben hier links unten unsere Gruppen. Warum verwenden wir eine Gruppe? In On-Prem hätte man sich eine SharePoint-Bibliothek einfach hergenommen und dorthin die E-Mail gesendet und dann quasi sein Excel an Ort und Stelle gehabt. In SharePoint Online geht das nicht mehr. SharePoint Online-Bibliotheken kann man nicht in E-Mail aktivieren. So mussten wir uns eine andere Lösung, einen anderen Weg überlegen, wie wir die Datei erstmal nach Microsoft 365 hineinbekommen können. Und da eignen sich diese Office oder Microsoft 365 Gruppen eignen sich sehr gut. Ich kann hier mit Klick auf Gruppen jederzeit eine neue Gruppe erstellen und kann mir dann dediziert für diesen Anwendungsfall eine eigene Gruppe dafür dann quasi kreieren. Ein Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, weil der so ein bisschen versteckt ist und so ein bisschen gemein ist, wenn man jetzt diese Lösung so baut. Und zwar haben Office 365 Gruppen in diesem Punkt hier Gruppe bearbeiten, ein Setting, welches von vornherein ausgeschaltet ist.
Personen von außerhalb der Organisation das Senden von E-Mails an die Gruppe gestatten. Also sprich, kann ich mit dieser Office 365 Gruppe von externen Systemen Mails erhalten. Der Haken ist standardmäßig nicht gesetzt, aber wir brauchen den natürlich für unsere Anwendungsfall. Also dran denken, Haken setzen. Okay, das ist unsere Gruppe. Wir schauen mal rüber in den Flow. Wir haben genau zu dieser Gruppe passend den Connector und passend den Trigger beim Eintreffen einer neuen E-Mail in einer Gruppe. Hier gebe ich einfach den Gruppennamen an und dann startet dieser Flow tatsächlich bei jeder Mail, die in unserer Gruppe neu ankommt. Wie komme ich jetzt an das Excel aus unserer E-Mail ran? Das passiert auf verschiedenen Ebenen. Ich muss mich durchhangeln. Ich kann nicht gleich einfach auf das Excel zugreifen, sondern ich muss erstmal sagen, meine Mail ist ein sogenannter Post. Darüber gibt es aber noch eine Ebene in den Office 365 Gruppen Unterhaltung, das sind die Threads. Also ich muss erstmal an den Thread ran und mir den auslesen. Dann bin ich auf der Ebene der Post, das sind tatsächlich die Mails. Und dann bin ich erst auf der Ebene, wo ich die Attachments mir hernehmen kann. Hier bin ich also auf der Ebene des Excels. Wir haben gelernt, dass recht häufig externe Systeme JPEG-Dateien oder ähnliche kleine Textdateien und so weiter, die man eigentlich gar nicht direkt als Anhang sieht, dann doch als für Power Automate dann doch als Anhang mitsenden, sodass es sich als sinnvoll erwiesen hat, hier noch eine Bedingung einzubauen, bei der wir sagen, wir wollen aber nur die XLSX-Datei aus dem Anhang haben. Sodass wir also jetzt in unserem Flow an der Stelle sind, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt unser Excel extrahiert und möchten es im nächsten Schritt in eine SharePoint-Bibliothek speichern und dann die Tabelle einfügen. Gehen wir mal wieder rüber auf den Flow. Hier haben wir diese beiden Schritte. Hier erstellen wir die Datei in unserer Bibliothek Import. Und hier ist dieser Schritt, auf den man erstmal kommen muss, dass man jetzt die Tabelle erstellt in unserer Excel-Datei. Dabei gibt man den Tabellenbereich an und das funktioniert mit einem geschachtelten Excel Ausdruck. Wir haben hier also die beiden Funktionen Offset und Subtotal miteinander verbunden und ineinander geschachtelt. Um das kurz nochmal zu illustrieren, was ich damit eigentlich meine mit der Tabelle, ist hier links haben wir die Datei, die wir jetzt auch gleich senden werden, mit den Spalten Nummer, Titel, Score, Department und E-Mail. Das ist also unsere Excel-Datei, die wir jetzt gleich in unserer Demo empfangen werden wollen. Die enthält keine Tabelle. Das kann man sehr schön prüfen hier. Im Register Formeln gibt es den Namensmanager und wir sehen, das ist hier leer. Im Gegensatz dazu habe ich mal die Datei hier auf der rechten Seite abgespeichert mit einer Tabelle. Da können wir auch sehen, ich habe jetzt hier so nicht mehr das reine Raster, sondern ich habe dieses blau-weiße Tabellenlayout und ich habe darüber die Autofilter eingefügt. Und wenn ich in die Formeln gucke und dort in den Namensmanager, dann werde ich auch sehen, dass ich hier eine Tabelle jetzt drin habe. Also sprich, so wie die Datei links aussieht, kommt sie bei uns per E-Mail an. So wie sie rechts aussieht, muss sie aber aussehen, damit wir sie per Flow zeilenweise abarbeiten können. Und wie gesagt, das passiert hier an der Stelle. Hier fügen wir die Tabelle ein und unser letzter Schritt, den wir hier haben, das Schreiben der Excel-Zeilen in die SharePoint-Liste, das passiert dann hier unten. Wir können, nachdem wir die Tabelle mit dem Namen Tabelle aus Flow jetzt uns reingebaut haben in unsere Excel-Datei, können wir sie auslesen. Ja, wir lesen die Tabelle aus Flow, lesen wir aus und können uns dann wiederum in dieser Schleife darauf beziehen, auf den Output dieser Aktion, können quasi hier durchiterieren. Für jede Excel-Zeile erstellen wir uns die Elemente in unserer Liste Zielliste. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal im Live-Einsatz an. Ich habe da schon mal was vorbereitet, und zwar eine E-Mail. Da ist sie. Wir senden die an unsere Office 365-Gruppe. Und hier ist unsere Datei. Schauen auch nochmal rauf, dass Sie mir das wirklich glauben, dass da jetzt unsere Daten eben nicht in einer Tabelle vorliegen, sondern tatsächlich einfach nur in unserem Excel-Rasterformat. Das ist der Fall. Dann sende ich das Ganze mal. Und jetzt wird in wenigen Momenten die Mail hier eingehen in unserem Posteingang der Office 365-Gruppe.
nochmal refreshed. Schauen wir mal rauf. Da ist sie schon. Was dann bedeutet, dass der Flow in jedem Moment loslaufen sollte. Das kann ein paar Sekunden dauern. Ich halte einfach mal kurz das Video an und mache gleich, spiel gleich weiter, wenn der Flow gestartet ist. So, das hat gar nicht so lange gedauert. Ich würde mal sagen, so 45 Sekunden. Der Flow wird jetzt gerade ausgeführt und ich gehe mal in den Ausführungsverlauf und ich tippe mal, wenn ich den jetzt aufmache, ist er auch schon erfolgreich ausgeführt. Genau, hier oben ist die immer sehr erfreuliche grüne Farbe beim Flow-Ausführungsverlauf. Wir gucken mal gemeinsam drauf, ob wir auch den richtigen Pfad lang gelaufen sind. Hier sind wir also auf der Ebene unseres Excels. Wir sind hier links reingegangen. Okay, wir haben so unsere Datei erstellt. Wir haben die wichtige Tabelle erstellt in der Datei. Und wir können durch diese Tabelle durchiterieren. Wir wissen ja, wir haben zwei Zeilen in dieser Tabelle. Das scheint also geklappt zu haben. Jetzt gehen wir mal natürlich auch rüber in den SharePoint, um uns zu vergewissern, ob das auch wirklich so funktioniert hat. Ich mache hier diesen Block auf mit der Bibliothek und der Liste und wir sehen, wir haben hier unsere Datei frisch importiert und wir haben hier unten unsere beiden Zeilen aus dieser Excel-Datei in unsere SharePoint-Liste. Ein kleiner letzter prüfender Blick nochmal auf die Datei, ob da jetzt auch wirklich diese Tabelle drin gelandet ist, wo wir wissen, die muss Tabelle aus Flow heißen. Also es sieht ja jetzt schon mal gut aus. Angekommen ist sie ohne Tabelle. Jetzt ist die Tabelle drin. Passt auch genau. Tabellenentwurf. Hier können wir den Namen der Tabelle lesen. Tabelle aus Flow. Das hat also wunderbar funktioniert. Damit bin ich auch schon fertig mit uns, mit der kleinen Demo und ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht wollen Sie es ja gerne nachbauen, dann drücke ich dafür die Daumen. Wenn Sie dabei Unterstützung benötigen, sind wir natürlich gerne für Sie da. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, vielen Dank für diese kleine Demonstration, Stefan. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder da Unterstützung brauchen bei Ihren Themen, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Wir beraten Sie gern. Beim Thema Sicherheit oder Zero Trust möchten wir Ihnen heute das Thema des Managements von Admin-Konten ein bisschen näher bringen. Wir haben ja immer die Situation, wir brauchen administrative Konten, um natürlich Einstellungen generell in Microsoft 365 auf einem Server oder auf einer Maschine vorzubereiten und auch in der Form umzusetzen. Die Situation ist ja oft, man hat im Endeffekt viele Möglichkeiten. Man hat im Endeffekt vielleicht einfach ein Konto, mit dem man täglich arbeitet, was aber auch administrative Rechte hat. Man hat vielleicht ein zusätzliches Konto, mit dem man als Administrator arbeitet. Und von der Seite wechselt man dann die Konten oder loggt sich parallel und mit beiden Konten ein, um einmal zu arbeiten und einmal administrative Dinge zu machen. Um das vielleicht moderner aufzustellen, hat Microsoft innerhalb von Microsoft 365 das Identity Management, das Privileged Identity Management ins Leben gerufen, womit wir einfach in der Lage sind, administrative Rollen und Rechte nur zeitweise zu vergeben. Die Idee davon ist folgende. Sie haben ein normales Benutzerkonto und Sie arbeiten ganz normal. Sie sind aber nirgends administrativ berechtigt und haben auch nicht ein Konto, was wieder mit Multifaktor-Authentifizierung extra administriert werden muss, hat eine extra App, mit der man vielleicht den Zugriff erlangen kann, sondern ich habe mein einfaches Konto und bin als ganz normaler Anwender eingeloggt und dementsprechend einfach in der Lage, meine normale tägliche Arbeit zu tun. Wenn ich jetzt Situationen habe, wo ich administrativ tätig werde, kann ich mir über das Privileged Identity Management meine administrative Rolle, die ich benötige als administrative Rolle, ich brauche ja nicht immer den globalen Administrator, vielleicht raucht ja mal die Rolle des Lizenzadministrators oder des Teams-Administrators, um vielleicht auch einfach ein Gerät zu administrieren. Und ich muss nicht immer gleich diese große Rolle nutzen. Aber ich sag mal, natürlich auf der anderen Seite ist dann das administrative Konto geschützt und mein Konto genauso geschützt, weil ich im Grunde genommen nicht ständig als Administrator administrativ tätig bin und dementsprechend einfach auch immer alle Rechte habe. Auf der anderen Seite gibt es kein zusätzliches Konto, was vielleicht auch mit Attacken oder mit Zugriffsverletzungen eben im Grunde genommen versucht wird zu kapern, um im Endeffekt
administrative Rechte in meiner Umgebung zu erlangen. Und so habe ich im Endeffekt nur ein Zeitfenster von 2, 3, 4 Stunden, je nachdem, was ich da vielleicht eben benötige und was ich als Zeitfenster eben auch buchen kann, dass ich dann sagen kann, jetzt kann ich konzentriert administrative Tätigkeiten durchführen, habe mein administratives Konto und in der Folge, wenn ich dann fertig bin, ist mein Konto wieder ein ganz normales Konto und kein administratives Konto mehr. So kann man natürlich die Angriffsflächen und so kann man im Endeffekt auch die Nutzung der administrativen Rollen sehr zentriert und sehr fokussiert durchführen. Und das möchte ich Ihnen in der Folge einfach mal kurz zeigen. Nun bin ich hier im Privileged Identity Management angekommen und finde hier meine Möglichkeiten vor, sowohl als Anwender meine Rollen zu holen, wie als Administrator auch die Rollen zu verarbeiten und zu konfigurieren, wer darf welche Rollen nutzen. Gucken wir uns das einfach mal im Detail an. An dem ersten Teil geht es darum, wie kann ich jetzt meine Rollen definieren. Ich sehe hier als Tab My Roles. Hier kann ich erkennen, welche Rollen für mich im Grunde genommen freigeschaltet sind, die ich mir zu dem jeweiligen Zeitpunkt holen kann. Ich kann dann hier reingehen und sagen, okay, ich möchte zum Beispiel mich um die Dynamics Administration oder die Azure Information Protection Administration kümmern. Dann kann ich hier mit dem Aktivieren dieser Rolle definieren. Ich möchte jetzt im Grunde genommen diese administrative Rolle für einen gewissen Zeitraum definieren. Ich kann hier eben eine eigene Startzeit definieren. Wenn ich sage, ich möchte für eine Stunde starten, dann kann ich definieren oder ich kann die auch jetzt aktuell jetzt sofort nutzen. Dabei ist festgelegt im Hintergrund, wie lange darf ich maximal diese Rolle pflegen. Bei uns ist es in dem Fall 2 Stunden und somit kann ich hier noch einen Grund eintragen, Administration der Information Protection und habe dann die Möglichkeiten zu aktivieren, hier eben zu aktivieren, dass ich jetzt ab jetzt für die nächsten 2 Stunden Azure Information Protection Administrator bin, um dementsprechend meine administrativen Tätigkeiten durchzuführen. Nach 2 Stunden wird mir die Rolle automatisch wieder entfernt und ich bin dann normaler wieder User und habe keine weitere Angriffsfläche, der man eben wahrnehmen könnte. Es wäre so, dass im Endeffekt das mit dem Zugriff auf mein Konto dann eben auch administrative Rechte im Grunde genommen genutzt werden können. Auf der anderen Seite finde ich hier eben die Thematik vor, dass ich sagen kann, ich möchte auch meine Zugriffe nutzen und ich sag mal sehen, was habe ich jetzt an Fälligkeiten notwendigerweise da und habe im Endeffekt auch einen Überblick, wann habe ich im Grunde genommen meine Rollen und meine Rechte im Grunde genommen wahrgenommen. Auf der anderen Seite finde ich hier auch die Möglichkeit vor, dass ich alle Rollen, die ich im Active Directory finde oder ich kann es auch reinziehen in das Thema Azure, wo ich sagen kann, auch alle Azure-Rollen kann ich im Grunde genommen oder Rechte kann ich über PIM in der Form administrieren, sodass ich hier definieren kann, ich nehme mir halt ein elementares Recht, eine Rolle in meiner administrativen Umgebung und sage zum Beispiel, Exchange-Administratoren haben wir in unserem Unternehmen und kann dann hierüber eben die Thematik nutzen, zu sagen, wir wollen hier in der Form den nutzen, der im Grunde genommen dann hier in der Lage ist, sich diese Rolle eben als solches zu nutzen. Und ich sehe hier dann auch, welche sind aktiv. Hier sehe ich auch, meine Information Protection ist jetzt aktiv geschaltet, weil ich jetzt als Administrator eben dafür eben in der Form bereitgestellt bin. Ich kann darüber auch definieren, wie die Freigabe erfolgen soll, ob es im Grunde genommen dann persönlich direkt erfolgen soll oder ob es auch ein Freigabeprozess ist. Das sehen wir hier auch mit dem Internal Approve Request, dass ich sagen kann, ich habe hier auch einen Freigabeprozess, dass jemand anders im Hintergrund nochmal prüft, sagt, ja, derjenige soll die administrative Rolle jetzt bekommen, um damit vielleicht auch Externe, die vielleicht dann mit einem Konto arbeiten, in der Form auch wirklich gesteuert hinzubringen, die administrative Freigabe zu nutzen. Und somit haben wir hierüber eben mit dem Privileged Identity Management wirklich die Summierung aller administrativen Möglichkeiten zu sagen, ich kann steuern, wer wann zu einem gewissen Zeitpunkt Administrator für eine Rolle ist, was dann nach einem Zeitraum automatisch wieder wegfällt und in Summe die Angriffsfläche für andere im Grunde zu minimieren und da einfach auch die Rollen natürlich zu minimieren und die Anzahl der Konten, die ich habe, um in der Form vielleicht auch administrativ tätig zu werden, auf mein einzelnes, eigenes Benutzerkonto zu limitieren. So wollte ich Ihnen noch mal kurz vorstellen, wie das Privileged Identity Management eben aussieht und wie Sie es vielleicht für sich nutzen können. Ich denke, es ist ein enormer Fortschritt für die Sicherheit, weil man einfach nur zu den Momenten, wenn man administrative Rechte benötigt, auch administrative Rechte hat und nicht die ganze Zeit Rechte hat oder das Konto im Hintergrund immer schlummert und vielleicht eben von Angriffen eben bombardiert wird, um dementsprechend vielleicht das Passwort zu erkennen.
Nachteil natürlich, wir haben eine zusätzliche Lizenz, die wir brauchen. Wir brauchen das Azure Premium P2, um dieses Privileged Identity Management zu nutzen zu können. Aber das eben auch nur für diese Konten, die wirklich administrative Rechte haben. Also ich muss nicht flächendeckend alle Nutzer lizenzieren, sondern nur die, die dann im Grunde genommen mit dieser Dienstfunktion arbeiten wollen, um dementsprechend einfach zu einem gewissen Zeitpunkt entsprechende administrative Rechte zu haben. Und ich denke, das ist es wert, hier dieses Geld im Grunde genommen mit den Diensten eben zu nutzen, um einfach die Sicherheit dadurch markant im eigenen Tenant zu erhöhen. Ja, wir hoffen, Ihnen hat die neueste Schon gewusst 365 Folge gefallen. Wenn Sie Fragen zu den gezeigten Themen oder anderen Microsoft 365 Themen haben, dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir sind Ihre Profis und helfen Ihnen gerne. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren, dem Video ein Like geben und, damit Sie kein Video mehr verpassen, die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal.